Die Mucke! Was zur Hölle, ey? Ja, willkommen bei einem weiteren Spiel zu Sonntag. Heute wieder auf Spielbook.com. Und die Musik rastet immer mehr aus. Farm Empire ist das neue Game. Und bevor ich hier loslege, schaue ich doch erstmal, was hier so steht. Zum Beispiel, möchten Sie der reichste Bauer im Welt sein? Im Welt. Oder hier, man kann angeblich diese Zahlen erzielen, hohe Zahlen. Sie können astronomische Beträge in Farm Empire erreichen. Diese Liste kann einen Überblick schaffen. Und bis zu Trilliarden oder was weiß ich, Quintillionen kenne ich die Zahlen auch, aber von diesen Zahlen, die habe ich noch nie was gehört. Also die Zahlen scheint es ja auch zu geben. Da lernen wir bei Spielbook.com sogar ein bisschen was kennen. Oh Gott. Ja, ich möchte unbedingt Du Quinquagintilian. Was ist das, ey? Ansonsten lege ich mal los, ich kenne das Spiel nicht. Das heißt, ist ja irgendwie ein neues Spiel, also das ist jetzt, glaube ich, erst diese Woche reingekommen. Genau wie Sea Sweeper, was ich ja neulich erst gespielt habe. Limbo ist einfach, klicke auf das Zu, du gehst mit. Ich mag solche Spiele eigentlich, ich mag solche Strategie- und Aufbauspiele überhaupt nicht, aber ich dachte mir so, hey, wenn es ein Spiel mit Bekommen-Spiel ist, dann kann man es auch ruhig mal machen. Also, nur zu, sie können mehr Geld verdienen. Wie jetzt? Ich muss jetzt einfach die ganze Zeit auf das Huhn klicken oder was? Wähle Ente oder Tomate. Ne, erstmal auf das Huhn klicken. Das ist jetzt dein fucking Ernst. Ich muss jetzt die ganze Zeit auf das Huhn klicken. Klasse, jetzt können sie sich noch ein Huhn leisten. Kaufen sie alles. Was? Achso, kaufen. Okay. Ja. Jetzt habe ich zwei Hühner. Oh Mann. Ich habe vier Hühner. Das ist das beste Spiel aller Zeiten. Also so werde ich aber keine Quinquadrillionen Bums haben. Was auch immer das für eine Zahl war. Wenn ich in diesen Abständen weitermache. Achso, ja, ich hätte vielleicht das da unten mal anklicken sollen. So. Expansionszeit. Enten und Tomaten können sie reich machen. Wähle 1. Ente oder Tomate? Ente. Mann, das ist so krass! Oh Mann. So, Pferd 820. Pferd-Traktor. Oh, die Sounds, ne? What the... Dieses Spiel ist so random. Ach so, das dauert hier dann länger, weil es voll ist. Was zur Hölle ist das für ein Game? Die Sounds sind aber lustig. Also da oben sieht man dann auch so einen Timer, sehe ich gerade. Wann man wieder was anklicken kann von den Dingern. Also hier ist ein 000, weil man das hier jederzeit machen kann und bei der Ente dauert es halt 4 Sekunden. Ist das langweilig, Knöpfe zu drücken? Ja, stell dir vor. Stellen Sie einen Manager ein, der eben dreckige Arbeit erledigen kann. Ja, dreckige Arbeit ist bei mir eigentlich was anderes, wenn ihr versteht, aber... Ja. Managers. Ist das die richtige Pluralform? Managers? Klingt komisch. Machen ihr Leben leicht, kein Komma. Weil sie ihre Geschäfte betreiben. Sie arbeiten sogar während das Spiel geschlossen. What the fuck? Donald... Oh Mann, sie haben jetzt nicht ernsthaft eine Parodie von Donald Duck da gemacht, ne? Verwaltet die Entefarm. Die Entefarm. Hm. Verwaltet die Hühnerfarm. Okay. Benny Kuku. Ich glaube, wir werden hier nicht ansatzweise alles vom Spiel sehen innerhalb der Zeit, die mir zur Verfügung steht, aber was soll's. Ne, hier machen wir mehr. What? What?
Ach, das geht jetzt auch deutlich schneller. Was? Ich komme gerade nicht auf das Spiel klar, ne? Ach so, ich wollte ja eigentlich das machen. Hä? Ja, genau das will ich doch machen, ganz nett. Ach, ich kann jetzt das schon machen. Boah, wie schnell mein Geld anschleppt auf einmal. Pferde oder Traktor. Ich will die ganzen Tiere mal haben. 11.640 für Ziege oder Truthahn. Wow, ey. Oh Mann. Oh, jetzt kann ich wieder auswählen hier. Truthahn. 203.680. Und wie viele Zahlen eigentlich so seltsam? Warum könnte es nicht einfach 200.000 sein? Strauß Himbeere. Was will mit der Himbeere? Oh, was ist das? Hinweis an den Krieg, können die Meere auf einmal kaufen. Hä? Triumphe. Sehen Sie die Triumphe, die Ihr Empire erreicht hat. Schauen Sie, kleingeschrieben, sich mal Ihre Leistungen an. Noch nicht so beeindruckend, oder? Hallo? Ich finde das sehr gut. Von dieser riesigen Pyramide habe ich schon 4 Sachen aufgedeckt. Das ist doch richtig cool. Neu startet. Neu startet. Oh Mann, ey. Boah, was war jetzt das für ein komischer Sound einfach? Ich verstehe auch gar nicht, wie man mit dem Spiel verlieren kann. Geht das überhaupt? Das Einzige, was ich hier mache, ist, die ganze Zeit Geld zu bekommen. Das wirst du nicht, wie man hier verlieren kann. So, dann wollen wir eine Himbeere kaufen. Ja, ich weiche von meinem Tierthema ab und nehme mal das hier. Baumwollfeld oder Apfelbaum. So, wir könnten jetzt eigentlich Johnny Jumper einstellen. Und ich sehe, wir haben dann auch jemanden neuen. Granny Cherry pflanzt Himbeersträucher. Warum können die eigentlich immer nur eine Sache machen? Also Himbeersträucher pflanzen, aber ich kann keine Pferde züchten oder Hühner bewachen oder sonst was. Ja, komm, Johnny, kommt mal rein. Und Aufrüstung kann ich auch was machen. Was bringt das? Ich mach das einfach mal. Bah! Was ist denn jetzt los? Auf einmal hat jetzt die Jahreszeit gewechselt. Und wir haben komische Musik. Warum auch immer. Ja, ist okay. Aber was das jetzt soll, wird mir natürlich nicht erklärt, ne? Kann ich jetzt hier machen? Das. Ja, dann jedes Mal, wenn ich was kaufe, lande ich da auch wieder deutlich unter dem Geldwert, den ich schon hatte. Das ist doch doof. Ey, warum soll ich mir denn was kaufen, wenn ich dadurch nur länger brauche, bis ich die nächste Sache freischalten kann? Es dauert noch so lange, bis ich mit den 32 Millionen bin. Ich gehe ganz stark davon aus, dass ich das nicht mehr machen werde, bis das Video vorbei ist. Mal schauen, wie lange ich das noch hier durchziehe, das Ganze. Ich kann jetzt wieder einen Manager einstellen. Ja, hier Tiny irgendwann da. Oh wow. Oh, das war jetzt aber echt ein bisschen heftig gerade. Wow. Wow. Okay. Das ist unerwartet. Das geht jetzt richtig rasanter auf einmal. Vielleicht komme ich ja doch noch relativ fix zu den 32 Millionen. Ich hätte nicht gedacht, dass das auch immer so abgeht, wenn man da alles draufballert. Ah, dann komme ich ja doch noch dazu, das nächste freizuschalten. Ich nehme mal Baumwollfeld. Textilfabrik oder Teichwirtschaft? Aha. Was ist das für ein Sound bei dem Ding? Aber ja, auch wenn ich gerne noch hiervon was ausgewählt hätte und vor allen Dingen auch wissen würde, was die letzten beiden Dinger sind, so muss ich dann doch sagen, das ist mir jetzt zu langatmig.
Wie gesagt, das ist nicht so meine Welt, so eine Spiele hier, aber wer es mag, ne? Dann würde ich auch sagen, dass das für diese Folge des Spiels zum Sonntag war. Wann immer ein neues Spiel mit .com-Spiel kommt, werde ich das auf jeden Fall mal antesten. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.